euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Pro Evolution Soccer 2016. In unserer Karriere mit dem SV Werder Bremen. Weil vermehrt die Frage kam, einfach mal in die Beschreibung gucken, wenn ihr wissen wollt, wo es den Bundesliga-Patch gibt. Nämlich bei PES Galaxy. Die Jungs haben das Ding hier auf die Beine gestellt. Überragend, der Patch. Wird immer weiter geupdatet. Ihr habt alle Lizenzen, die ihr euch vorstellen könnt. Premier League, Bundesliga. Ja, quasi alles. Ja, und wir gucken jetzt erstmal bei den Verhandlungen, was haben wir denn da? Oh, Johansson, das könnt ihr absolut vergessen. Keine Chance. Ulises Garcia, Backup für Santiago Garcia. Sternberg ist eigentlich auch eine Backup-Option für die Linksverteidigerposition. Den will ich eigentlich auch nicht abgeben. Das hier ist klar. Verhandlung erfolgreich. Das hier ist erfolgreich. Das hier ist auch erfolgreich. Und die hier sind abgebrochen. Ja, gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ach, wir haben noch was. Scout-Bericht. Was haben wir hier? Rechtsverteidiger. Der ist 22. Offensiver Außenverteidiger. Okay, Coman brauchen wir nicht weiterreden. René Adler, nee. Nee, und er auch nicht. Aber hier bei ihm vielleicht. Ich guck mal gerade ganz kurz, wie alt denn der Herr Selassie ist. Der ist 28. Also sich da jetzt einen Rechtsverteidiger zu holen, das würde Sinn machen. Das würde Sinn machen, finde ich, oder? Und wir haben Geld. Fragen wir mal. Und schauen mal. So, und heute geht's aber erstmal gegen Köln. So, im Rhein-Energie-Stadion. Ja, Ucha, der ehemalige Kölsche Jung. Heute gegen seine alten Mannschaftskameraden. So, und da schauen wir mal auf die Aufstellung der Kölner. Horn, Maro, Mavrei, Hector, Olkowski, Vogt, Jojic, Bittencourt, Osako, Finne und vorne Anthony Modest. Also, die sind nicht schlecht aufgestellt. Wir spielen vorne mit Ucha Johansson. Und die Kölner, ja, wir lassen sie mal. Wir lassen sie mal so spielen. Wir spielen im Blau, würde ich sagen. Ja, machen wir es so. Machen wir es so. Okay. Schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Köln gegen Werder Rhein-Energiestadion. Für die Bremer geht es natürlich um jeden Punkt, weil unser Ziel natürlich ist, an der Spitze, das heißt in Bayern und Dortmund dran zu bleiben. Hier sehen wir Horn, einer der Nationalkeeper mit der wahrscheinlich höchsten oder mit dem wahrscheinlich höchsten Potenzial. So. Und ich würde sagen, rein geht's. Köln von links nach rechts in Weiß gegen Werder Bremen. Also wir sind gespannt, was die Kölner den Bremern heute abverlangen können, ob die Bremer ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Und wir sind auch gespannt, was Anthony Ucha heute macht auf dem Platz. Und wir sind auch gespannt, was sein Gegenüber macht, also Anthony Modest. Die beiden Anthonys. Da ist nämlich der eine schon. Der ist aber fair vom Ball getrennt worden. Aber die Partie beginnt hier hitzig. Berkius. Johansson. Bartels. Flanke. Da ist Ucha. Da ist Ucha. Da ist Ucha. Aber da ist auch Horn. Erste Chance für die Bremer. Nach 7,5 Minuten. Durch Anthony Ucha, da ist Johansson. Gut freigespielt. Da ist Ucha mit Bartels. Debre Selassie, Flankenversuch, aber der ist zu weit. Der ist zu weit. Besser gerade gegen Modest. Modest setzt sich durch, aber die Bremer stehen füreinander ein und holen sich den Ball. Da hinten heißt es bei den Bremern wirklich alle für einen, einer für alle.
Yannick Westergaard, der in der letzten Partie gegen Stuttgart wirklich so überragend drauf war, nichts vorbeigelassen hat. Bartels Johansson. Gebre Selassie. Ja, schade. Gut verteidigt. Groß. Mit Junusovic. Der sieht Johansson. Da ist Uca. Und da drüben ist Junusovic. Und da ist die erste Chance der Partie. Und da ist das Tor. Es ist nicht die erste Chance. Es war die zweite Chance. Der Kopfball von Uca. Den wollen wir nicht vergessen. Aber Zlatko Junusovic macht das 1:0. Ich weiß nicht. Sah Horn hier schlecht aus? Ich weiß es nicht. So. Nee, den konnte Horn wahrscheinlich nicht halten, oder? Uca bereitet vor. Das mal so als Randnotiz. Maro versucht noch reinzurutschen, aber nee, kann man Horn keinen Vorwurf machen. Der Schuss war einfach zu platziert und Zlatko Junusovic macht das 1:0 für Werder Bremen. Nach 17 Minuten. Also quasi jetzt 18. Sehr gut. Die Bremer gehen also hier in Führung. Das ist ja schon mal positiv. Denn immer wenn die Bremer in Führung gehen, ja, dann gewinnen sie eigentlich auch. Johansson. Ah, den Passversuch bzw. diesen Passweg hat nur er verstanden. Aber keiner seiner Mannschaftskollegen. Groß. Junusovic. Ah, schade. Wollte den durchspitzen auf Uca. Aber die Bremer haben das trotzdem weitestgehend unter Kontrolle. Junusovic. Neuer Anlauf in der Offensive. Gebre Selassie. Ah, die Kölner spielen es gut. Stellen das gut zu da hinten. Haben da ein Abwehrbollwerk, was lediglich einmal ausgesetzt hat. Und zwar gerade als Junusovic dann zum Schuss kam. Und dass der Österreicher hervorragende Schussqualitäten hat, das wissen wir nicht erst seit gestern. Finne ist mal durch. Finne mit Modest. Vogt. Osako, Osako, Osako! Das war die Riesenchance zum Ausgleich für die Kölner. Ah, Wiedwald wäre da vielleicht gar nicht mehr hingekommen. Tja. Aber auch die Kölner mit Lebenszeichen. Jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt, bleibt beim 1:0 für Werder Bremen. Modest, Osako. Westergaard, Fehlpass, aber Wiedwald ist zur Stelle, bügelt das Ganze aus. Uca. Geht zu Boden, kein Foul. Und das hier meine ich, die Bremer mit diesem Pressing. Und das beschert ihnen jetzt diese Balleroberung. Da haben wir gerade gesehen, wie Zlatko Junusovic sich da aufgeregt hat. Sekunde, das will ich nochmal sehen. So. Denn hier jetzt der abgefälschte Ball. Jetzt gucken wir nochmal auf die Aktion hier. Und zwar hier. Junusovic in der Luft und dann wird er hier abgeräumt. Aber wirklich abgeräumt. Hier. Und da fliegt er. Und da fliegt er. Und dann regt er sich auf. Das sind diese kleinen Details, die ich bei PES überragend finde. So. Hätten wir das auch geklärt. Modest und Westergaard. Mit einer robusten Art und Weise. Aber einer so fairen Art und Weise. Aber wieder die Kölner mit der Chance. Leonardo Bittencourt. Da flog der Wiedwald. Musste er auch. Musste er auch. Hätte gefährlich werden können. Köln wird zunehmend stärker.
Setzt hier sehr gut nach. Setzt hier sehr gut nach. Können die Bremer das nutzen? Uca, 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 Uca! Und Horn zum ersten, aber nicht zum zweiten. Uca nutzt es. Kein Foul. Und sie hören die Pfiffe aus dem Publikum. Anthony Uca. Und dann lässt er sich hier so feiern. Au, au, au. Was ein Fauxpas von Horn. Das müssen wir uns nochmal angucken. Das müssen wir uns nochmal angucken. Hier Uca. Jetzt der Schuss und dann Horn und dann weiß er nicht, wo der Ball ist. Dann weiß er nicht, wo der Ball ist. Verliert die Orientierung. Das ist ja unfassbar. Johansson mit dem weitergeleiteten Ball. Uca nimmt den super mit. Zieht den Sprint an, setzt sich durch. Der Schuss, den hat Horn. Den hat Horn. Dann sucht er den Ball. Und er weiß nicht, wo er ist. Und Uca spitzelt ihn rein, bevor Horn den Ball mit den Händen berühren kann. Und das ist ja die Regel. Der Keeper muss den Ball mit der Hand eindeutig griffbereit haben. Und das war nicht der Fall. Der Ball war noch im Spiel. Fehler von Timo Horn. Da habe ich noch gesagt, der hat so viel Potenzial, der Junge. Und dann lässt er dieses Ding rein. Also das geht auf ihn. Und dann Uca, der das eiskalt ausnutzt und sich feiern lässt. Also hier gegen seinen ehemaligen Club auch wirklich das Tor zelebriert. Bartels. Rausgeklärt. Humorlos. Dominik Maro. Felix Groß. Pfiffe des Kölner Publikums. Wir gehen jetzt hier auf Ballbesitz. Da ist Uca. Den werden sie natürlich besonders auspfeifen wollen nach dieser Situation. Gebre Selassie. Flankenversuch 1. Gescheitert. Und dann ist Halbzeit. Werder Bremen führt nach 45 Minuten mit 2:0 gegen den ersten FC Köln. In einer starken Partie. Beide Seiten haben sich Chancen erspielen können. 2:4 Torschüsse. 2:4 Schüsse, 0:3 aufs Tor. Gut, und von den drei Schüssen aufs Tor waren eben zwei drin bei Werder. Mehr Ballbesitz, mehr erfolgreiche Pässe. Aber Köln hält dagegen. 12 abgefangene Pässe. So. Dann gehen wir rein in Durchgang 2. Also Bremer haben hier Rückenwind. Müssen es nur noch ins Ziel spielen. Ist die Frage, was machen die Kölner? Werder hat alle Trümpfe in der Hand. Vielleicht kann Köln aber auch den Schalter umlegen. Wer weiß. Gab es alles schon. Johansson. Bleibt da am Ball. Er bleibt nicht am Ball. Stark verteidigt von Hector. Ganz stark verteidigt von Jonas Hector. Modest. Der zweite Anthony, der hier auf dem Platz steht. Aber von ihm kam heute auch noch nicht allzu viel. Hier ist der andere Anthony. Nämlich der Uca. Oh, da ist Johansson ganz frei. Ganz frei. Was? Der Ball ist nicht drin. Aus 10 Metern Aaron Johansson. Da war er wahrscheinlich einfach zu überrascht. Wie frei er da stand. Ein Kölner Innenverteidiger hat dort das Abseits aufgehoben, der noch mit Uca an der 5-Meter-Raumlinie war. Und so war das alles regulär. Johansson 10 Meter vorm Tor. Kann es nicht nutzen. Kann es nicht nutzen. Uca fair vom Ball getrennt. Man kann den Kölnern nicht vorwerfen, dass sie hier nicht kämpfen. Osako mit Anthony Modest. Immer noch Modest, da ist der Ball auf Osako, aber wie weit zur Stelle. Jetzt vielleicht mal schnell nach vorne spielen. Jetzt vielleicht mal schnell nach vorne spielen. Bartels. Johansson. Bleibt am Ball. Lustiger Trick. Johansson, Uca, 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 Pfosten. Gibt's nicht. Starker Schuss. Da wäre
Horn nicht reingekommen. Ja, da wollte Uca schon zum Torjubel, aber die Phase davor, nämlich erstmal das Tor erzielen, um Haaresbreite verfehlt. Jetzt Osako, aber das ist wieder stark verteidigt von den Werderanern. Alejandro Galvez zur Stelle. Bittencourt verlässt das Feld, es kommt Ohr. Oh, nee, oder? Ha, lustig. Egal. Update verstanden mit Ohr, nee, weil Ohr eingewechselt wurde. Mein Ohr juckt. Egal, Entschuldigung, ich lasse es. Ja, das ist so verleitend, das ist so einladend. So, Gebre Selassie. Man darf sich natürlich jetzt auch nicht täuschen lassen. Die Bremer müssen hier nach vorne nicht mehr ganz so viel machen. Hector. Sako. Jojic attackiert. Das war fair. Gut, schade, da draußen war keiner. Das war ein Foul. Das war ein Foul. Westergaard, Uca, Johansson, Gebre Selassie, ganz draußen, ganz viel Platz für Finn Bartels. Finn Bartels! Aber Horn. Mit Tempo. Der Bremer Mittelfeldspieler. Jusovic. Ah, schade. Der geht zur Ecke, oder? Geht der zur Ecke? Nee. Maro. So, jetzt Vorwärtsgang der Kölner. Sofort unterbunden. Schmeißen die Bremer die Handbremse ins Getriebe. Gebre Selassie. Flankenversuch. Scheitert. Nochmal. Bartels, Bartels, Bartels. Horn. So. Galvez wird gehen, dafür wird Lukimia kommen, Yildirim wird für Junusovic kommen. 92er Teamgeist hätten wir dann, das wäre noch in Ordnung. Hector, langer Ball auf Modest, der ist vorbei an Westergaard, aber Galvez macht da sofort die Tür zu. Sodass Modest da nicht den Hauch einer Chance hat, Felix Wiedwald wenigstens mal Hallo zu sagen. Das Ding hier klar. Mit einem 3-0 wäre der Deckel wirklich drauf. Ist eine ähnliche Situation wie gegen Stuttgart. Westergaard. Also die Bremer verteidigen es eben in den letzten Spielen so stark. Deswegen diese 0 Gegentore. Sie sind kein Zufallsprodukt. Köln spielt nicht schlecht. Aber Bremen verteidigt es eben gut. Abstoß. Nochmal ein Wechsel. Rosinier kommt für Finne. Galvez und Yildirim kommt für Slatko Junusovic. Da haben wir gerade schon mal Lukimia in Aktion gesehen. 2:8 Torschuss übrigens für Werder Bremen. Das erklärt den Spielstand. Ja, wir haben gerade die erste Aktion gesehen von Hassani Lukimia, der in Vereinskreisen auch gerne mal Kongo-Kante genannt wird. Johansson, Johansson, aber wieder Timo Horn. Der sich hier wirklich nach seinem Fehler reingebissen hat ins Spiel und auch wirklich immer zur Stelle war, wenn es zur Stelle zu sein galt. Johansson und Wiederhorn. Nächster Schuss der Bremer. Also bis auf diese eine Aktion kann man Horn hier keinen Vorwurf machen. Bartels, der Ball in die Mitte, da wartet Uca. Aber macht ihn nicht rein. Lässt, aber das war stark verteidigt von Westergaard. Der da jetzt am Ball ist. Yannick Westergaard. Was ist denn mit dem los? Hector. Sehr gut. Gebre Selassie. Johansson. Johansson vom Ball getrennt. Maro. Dann war's das. Werder Bremen holt 3 Punkte gegen Köln. 2:0. Es war ein sehr ähnlicher Verlauf wie gegen Stuttgart. Sehr, sehr ähnlich. Weil ich fand, die Kölner haben es besser gemacht. Waren echt nicht schlecht dabei eigentlich. Aber auch sie fanden keine Antwort
gegen Westergaard und Co. Der Bremer Defensivverbund stand heute wieder da, wo er stehen musste. Und so holen wir uns diese 3 Punkte. So. Und hier sehen wir die Ergebnisse. Bayern gewinnt nur 1-0. Aber auch, ach Mann, auch Dortmund gewinnt. Also, ja, wir müssen halt zwingend dann in der Rückrunde dann wahrscheinlich alles gewinnen. Gegen Bayern und gegen Dortmund vor allem. Also ihr seht, es sind 2 Punkte. Schalke ist mittlerweile 5 Punkte hinter uns. Ja, Uca verbessert sich immer noch. Uca auf 75. Zetterer ist gestiegen. So. Also, wir müssen so weitermachen wie bisher. Das nächste Mal geht es gegen Ingolstadt, gegen einen Aufsteiger. Pflichtsieg im eigenen Stadion. So muss es eigentlich kommen. Schauen wir mal, ob dem dann auch so ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal, wenn es heißt Pro Evolution Soccer 2016 mit Werder Bremen. So, und wir speichern das Ganze. Ich habe immer 2 Speicherstände, falls mal eins zerschießen sollte. So, und in dem Sinne bin ich raus. Bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir hören uns. In dem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.